Also ich heiße Kurdinka Thomen und bin Projektleiter für den Hochbau hier am Bahnhof Liestal. Die grösste Herausforderung für mich an diesem Projekt ist sicher, dass wir mit verschiedenen Betonsorten arbeiten müssen, unter anderem mit einem speziellen Beton, einem Amokret-Beton, der für die Fassaden eingesetzt wird. Das ist eine ganz spezielle Geschichte und auch etwas, das man nicht tagtäglich braucht. Der Amokret-Beton setzt man hier am Bahnhof ein, weil der Amokret-Beton ein Kalkstein-Beton ist. Und hier in der Region ist Kalkstein sehr verbreitet. Und das ist, soll ein bisschen ein Zeichen sein an die Heimat, wo der Bahnhof jetzt herkommt. Ja, das neue Gebäude soll auch wieder die Geschichte widerspiegeln vom Bahnhof. Und für das hat man als Muster eine Ecke genommen, auch vom früheren Bahnhof und auch noch vom jetzigen Palazzo, der dort steht, als Vorbild. Und um das zu realisieren, denke ich, ist Beton sicher eine sehr gute Wahl. Man kann das bearbeiten, wie man will. Man kriegt die Oberfläche her, durch Spitzen oder Stocken oder Wäschen oder Samenstrahlen, wie auch immer. Hier haben wir jetzt ein System gewählt mit Spitzen. Und mit dem werden wir dann am Schluss ein neues Gebäude haben, das teilweise im Kleid vom alten Bahnhof daherkommt. Und für das ist Beton schon ein sehr ergiebiges Material. Und was auch noch zu sagen ist, der Bau ist natürlich gefördert, weil so nahe bei den Gleisen ist, dass Erschütterungen geben können. Der Bau ist komplett getrennt, unterirdisch. Da haben wir mit Erschütterungsmatten schauen, dass keine Verbindung entsteht und dass keine Erschütterungen durch diese Bahn ins Gebäude hinein können.